habe ja in diesem Buch auf den ersten Seiten geschrieben, eigentlich sind Medien wie zum Beispiel Sie, Politikum oder Berlin TV oder Tichys Einblick, Kontrafunk, was man jetzt alles nennen kann, wir arbeiten ja eigentlich im Dienste der Bundesregierung. Denn die Ampelregierung hat festgelegt in ihrem Medienteil im Koalitionsvertrag, der ja durch die großartige Leuchte Claudia Roth, die war ja jetzt gerade mal eben in Afrika und hat ins falsche Land die falschen Kulturgüter zurückgebracht. Und da sind wir nämlich beim Punkt Bildungsnotstand. Aber die fordern ja Diversität und Vielfalt. Und wir garantieren die ja. Also wir, aber die scheint nicht gemeint zu sein. Also diese Art von Diversität darf nicht mitspielen. Aber man muss sie halt bei ihren eigenen Worten behaften. Mhm. Aber dass das heute nun nicht mehr möglich ist, hat auch mit Bildung zu tun. Sie können nur einen festen Standpunkt haben, wenn Sie gesettelt sind, wie man so schön sagt. Das heißt, Sie brauchen Argumente, Sie brauchen Wissen, Sie müssen auch eine historische Bildung haben. Die großen Politiker, nehmen wir mal Strauß oder auch Helmut Kohl, waren Historiker. Helmut Schmidt, die kannten sich alle in der Geschichte aus. Nicht wahr, heute wird Bismarck abgeschafft. Ich denke, Frau Baerbock denkt da an den Hering. Sie isst vielleicht nicht gerne Fisch oder so. Wir erleben ja eine bodenlose Dummheit. Und was ich an Fehlern entdecke, selbst in den sogenannten Qualitätsmedien, Zeitungen oder in meinem früheren Sender, da denke ich ja manchmal, es fällt niemandem auf, dass da mal gerade die Hauptstadt verwechselt wird im Baltikum, dass Standard am Ende mit T geschrieben wird. Ganz groß steht das 30 Sekunden bei einer der führenden Sendungen. Das merkt überhaupt keiner. Spart man da eigentlich am Lektorat Rechtschreibfehler? Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ja, ja. Ja, liegt das an mangelnde Bildung? Ja, natürlich ist das mangelnde Bildung. Also das ist ja kein Zufall, dass einer Standard mit T schreibt. Es geht ja von den Tasten her gar nicht, dass das ein Zufall wäre. Ich will es ja nicht übertreiben, als wären wir früher die großen Bildungsleute gewesen und alles war besser. Nein, das ist auch nicht. Aber was wir jetzt miteinander besprechen oder Ihre Sendung, wäre noch vor 10 Jahren ganz normal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gelaufen. Und das, was ich vertrete, es gibt ja viele, die sagen, Gott, der Hane wird doch erst mutig, seitdem er pensioniert ist. Ich habe vor 30 Jahren bereits das Buch geschrieben, Die Macht der Manipulation. Und habe quasi eine Generalabrechnung damals schon mit meinen Arbeitgebern. Da haben die alle gesagt, na ja, das ist vielleicht ein bisschen radikal gesagt, aber es gehört zum Meinungsspektrum. Was sich geändert ist, ist, das Meinungsspektrum wird ständig weiter verengt. Und dann gibt es diesen unfassbaren Begriff Haltungsjournalismus. Es geht heute nicht mehr um Fakten, es geht nicht mehr um Wahrheit, sondern es geht um Haltung. Für mich ist aber mein Berufsethos, so habe ich es gelernt, es gibt einen Dreiklang für Journalisten und Sie praktizieren das hier. Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Kompetenz. Heute vertraut keiner mehr den Medien, Sie kennen ja die Umfragen, sie sind alle eindeutig. Sie können Institute beauftragen, wie Sie wollen, die Leute haben kein Vertrauen mehr in die Medien und in die Politik, auch nicht mehr in die Kirche. Mhm. Glaubwürdigkeit hat längst gelitten und jetzt sind wir bei der Kompetenz, die ist auch nicht vorhanden.